Die Kinder habe ich heute um 6 Uhr Abend abgeholt. Die sind jetzt im Bett und schlafen. Und es fühlt sich ganz natürlich an, dass die Kinder da sind. Und es ist so ein Kontrast zu dem, was in den 4 Wochen, die ich sie nicht gesehen habe, sie mich nicht gesehen haben, war dieser. Ich sag's einfach so, dieser Irrsinn vom Jugendamt und dann die Gerichtsverhandlung. Es hat nichts mit Familie zu tun. Es nennt sich Jugendamt und Familiengericht. Aber es hat nichts mit Liebe zu tun, nichts mit Menschlichkeit, nichts mit natürlicher Bindung, mit Leben. Die Begriffe, die da herumschwirren, Manipulation, Loyalitätskonflikt, reiner Quatsch. Hat überhaupt nichts mit Familie und mit Leben zu tun. Überhaupt nichts. Der Kontrast könnte nicht größer sein. 4 Wochen lang ein irrsinniges Loch, in dem unsere Kinder ihren Vater nicht sehen konnten und ein Jugendamt, das sich gar nicht bei mir gemeldet hat, und eine Gerichtsverhandlung, in der dann vereinbart wurde, dass alles wieder wie vorher sein sollte. Es sind zwei Welten. Es hat Gericht und Jugendamt und Familie auf der anderen Seite. Es gibt keine Verbindung. Keine Verbindung, die irgendwie nachvollziehbar ist. Es hat Familie auf der einen Seite, das ist das Leben, das ist Liebe, das ist Bindung. Gericht, Jugendamt auf der anderen Seite, das ist Irrsinn. Nicht nachvollziehbar. Willkür. Ohne Worte. Ohne Worte. Weil es nicht zu verstehen ist.